Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6. Viva el Presidente, viva el Tropico. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich hier zurück. Und ja, jetzt haben wir die Aufgabe, Freiheitszufriedenheit auf 80% zu pushen, ein Krankenhaus zu bauen und Stahl zu exportieren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und vor allen Dingen, was ich jetzt mal mache, ich werde mal die Verfassung ändern, wenn ich denn kann. Wenn ich kann. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Krankenhaus sollen wir bauen. Ein Krankenhaus. Okay, das können wir ja machen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Tourismus, Hotel. Irrenanstalt wäre vielleicht auch mal eine Idee. Krankenhaus. Wo bist du denn, du Krankenhaus? Such gerade das Krankenhaus, liebe Freunde. Ich finde es gerade nicht. Militärbasis. Gefängnis. Wo ist denn das Krankenhaus? Ja, sag mal einer an, ey. Wo ist das Krankenhaus? Das Krankenhaus. Da ist das Krankenhaus. Mein Gott, was für eine Suche. Mal gucken, ob wir das am besten mal hinpflanzen. Was ich unbedingt brauche, ist, wie gesagt, hopp, können wir drehen. Passt aber nicht hin. Unbedingt ganz wichtig, hier wäre auch eine Möglichkeit, oder? Passt das da rein? Passt nicht ganz rein. Shit. Passt das hier rein? Nee, passt auch nicht rein. Da ist dieser Turm im Weg. Wo packen wir dich hin, mein Freund? Bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, als das Ganze hier irgendwie hinzupacken. Machen wir auch. Bauen wir da hin. So. Ich gebe mal Vollgas in der Hoffnung. Rebellion, Bedrohung, Mittel. Eieieiei. Westmächte. Okay, wir kriegen ein bisschen Geld. Das ist gut. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Ja, Penultimo. Aber wir werden es drauf ankommen lassen, weil 86% Zustimmung ist okay. Kann ich ganz gut mit leben. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig. Da warten wir. Die Feinde der Freiheit sind überall. Selbst dort, wo sie nicht sind. Okay, ein Fastfood. Eine gute Tat, Präsidente. Ein Fastfood-Restaurant bauen in der Nähe der Botschaft. So, lass mal gucken. Wir haben hier die Botschaft. Hier haben wir den Turm. Den müssen wir mal wegreißen. Präsidente, ich will euch nicht beunruhigen, doch einer unserer Agenten hat mir den roten Umschlag überreicht. Eieiei, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da müssen wir mal was machen. Ich muss unbedingt was machen in der... kein Einkommen gerade. Warum haben wir gerade kein Einkommen? Ich muss unbedingt noch was machen, ey. Baugenehmigung. Zu den Waffen. Erhöht die Freiheit um 15. Senkt die Sicherheit um 10. Glocken zu Geschossen. Kriegsrecht. Senkt die Freiheit um 35. Das ist aber genau das... erhöht den Malus auf Freiheit durch Militärgebäude um 40%. Eieiei. Ist aber nicht so gut. Na, da müssen wir aufpassen. Nehmen wir mit. Wettbewerb. Bürgeranstalt. Bank. Wir haben so viel Kram nicht mehr. Fastfood-Restaurant. Da könnten wir auch mal was forschen. Und da sind wir auch mal dabei. So, warte mal ganz kurz. Jetzt brauchen wir mal... Stopp. Wir sollen ja ein Fastfood-Restaurant bauen, ne? Hat er gesagt. Nehmen wir mal zu, dass wir das hinbekommen. Wo bist du? Da war es doch. Kostet mal eben 1050 für diese,
Ich hoffe, dass das reicht. Okay, wir sind gut im Plus. Das ist okay. Das ist schon mal ordentlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, wir haben hier die Telenovela, ne? Senkt die Freiheit um 30. Senkt die Freiheit um 5. Verringert, 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 verringert. Das ist alles schlecht, wenn wir das machen. Die Uni. Wow, warte mal, wir haben doch hier irgendwo noch eine Zeitung gehabt. Hier müsste die Zeitung sein. Zeitung, roter Stern haben wir an. Steigt gleich an. Senkt die Freiheit um 30. Senkt die Freiheit um 5. Verringert die Freiheit um 10. Ey, das ist echt übel. Schalten wir um auf Basis. Verfassung, können wir da was ändern gerade? Nein, können wir gerade nicht. So, ich hoffe, du baust dich hier mal schnell fertig. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht. Sehr gut. Wir werden umändern auf Miliz. Ich brauche unbedingt wieder Verteidigung. Das geht ja gar nicht. Religionsfreiheit. Machen wir wieder an. Glückliche Kindheit lassen wir. Energieeffizienz. Umweltverschmutzung. Das lassen wir mal an. Das ist okay. Die Schweizer Nummernkonto. Die Bestechungsaktion ist nicht betroffen. Das lassen wir mal. Den Rest. Halt. Freie Medien. Mediengebäude 100. Nee, das lassen wir mal. Ah, warte mal. Ist auch schlecht, ne? Erhöht. Nee, senkt unabhängig von ihren Arbeitsmodi die Freiheit um 5. Wir machen mal auf freie Medien. Präsidente. Die Welt dankt Ihnen. Ihre Standhaftigkeit ist ein Stützpfeiler der Freiheit. Na, aber gerne doch. Kein Problem. Wir müssen nur... Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr genau. Ja, also wir sollen im Grunde mehr... Die Ergebnisse sind da. Und das ist ein entscheidender Sieg für Präsident. Unsere geliebte... unumgängliche, staatliche Nummer 1. Ja, das ist schön alles. Das freut mich, dass alle so zufrieden mit mir sind. Aber wir sind noch nicht durch. Ich versuche jetzt mal hier lang zu kommen. Und will er wieder nicht... Na, da war doch kaputt. Da war's. Denn... ich möchte hier auch noch ein paar Häuser hinbauen. Das ist nämlich nicht so gut. Wir brauchen nämlich definitiv mehr Häuser. Kriegen wir dich da hin? Ja, hier. 1, 2 für die Obdachlosen, die wir haben. Wir müssen auch mehr Stahl produzieren. Etc. pp. Allgemein müssen wir einfach mehr raushauen. So viel steht fest. So, wir gucken mal, wo haben wir denn die ganzen Obdachlosen eigentlich? Hier ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Hier könnt, ja, hier oben ist ein Haufen. Gucken, kriegen wir das da hin? Müssten wir eigentlich. Machen wir mal ruhig 3 davon hin. In der Hoffnung, dass das klappt. So, das ist da. Das ist in Ordnung. Das haben wir. Es fehlt an Strom gerade. Okay, so viel dazu. Es fehlt an Strom. Haben wir
wir unsere Spione unter den Rebellen angewiesen, einen Aufstand anzuzetteln? Nein? Oh je! Yeah. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier ist Stress. Das reißen wir mal ab. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Okay, hat man sie auch erwischt? Eine Schande. Wem kann man heute noch trauen? Der Westen ist die einzige Seite, der man trauen kann. Wir kämpfen für die Freiheit, deshalb müssen sie tun, was wir sagen. Kann ich darauf vertrauen, dass sie unserer vorgeschriebenen Denkweise folgen werden? Ja, müssen wir ja. Wir müssen Export, eine Handelsroute erfüllen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Baumstämme. 7000. Das hier ist echt problematisch. Das hier ist auch problematisch. Ich könnte noch mal eine kaufen und dann mal gucken, was wir hier raushauen können. Warte mal. So. Da. Vor allen Dingen das. Autos haben wir nicht. Baumwolle, Kohle. Kohle hätten wir. Kokosnuss. 6. Sie wollen alle so viel. Käse haben wir nicht. Stoffe, Waffen sind wir ja dran. Aber wenn wir da noch mehr rangehen. 4000, ey. Komm. Kohle, hol die Kohle, das ist okay. Dann machen wir jetzt hier nochmal. Wo bist du denn? Die Feuerwache war das. So, das ist die Feuerwache, das ist okay. Jetzt würde ich ganz gerne dieses Gerichtsgebäude bauen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. 35.000, ey. Wäre echt toll, wenn... Gerichtsgebäude. Er bringt Geld für jeden Bürger, der in einem Kerker, Gefängnis oder in einer Irrenanstalt sitzt. Versuchen es zumindest. Frage ist nur, wohin packen. Es ist ziemlich groß, das Gebäude. Muss unbedingt die... Ja, machen wir es hier hin. Zwar nicht optimal. Ach, da ist zu viel Wald. Okay, verstehe. Dann machen wir es mal dahin. Und dann gehen wir von hier aus da weiter. Zack. Dass wir hier hochkommen. Ja. Wie gesagt, wir müssen unbedingt immer unser Geld im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Weil wenn wir da minus 50.000 kommen, haben wir ein Problem. So, die kriegen wir hier einfach nicht hoch. Das ist unglaublich. Stahl kriegen wir auch gerade nicht hoch. Hallo, ihr dürft weitermachen. Haben wir unsere Spione unter den Rebellen angewiesen, einen Aufstand anzuzetteln? Nein? Oh je! Yeah. Ja, 007 Penultimo. Eine offizielle Stellungnahme des Palasts beteuert, dass es keinen Anlass zur Besorgnis gibt. Das Gefühl aufsteigenden Grauens sei völlig normal. Mhm. Gefällt mir gerade gar nicht. Haben wir unsere Spione und... Okay, Entwicklungshilfe. Ich muss gucken. Die Genossen sind rastlos, Präsidente. Okay, eine Mietskaserne bauen. Das ist die hier, nicht genügend Geld. Ich muss unbedingt meine Handelsdinger erfüllen. Jetzt haben wir ein bisschen Plus. Jetzt können wir eine Mietskaserne bauen. Wollte ich ja sowieso weiter ausbauen. Und ich wollte... Fischfarm. Fisch oder Meeresfrüchte? Damit kommen wir aber auch nicht weit. Was brauchen die? Kakao und Zucker. Planken zum Möbeln. Schmuck. Da haben wir Gold. Plastik. Fahrzeug. Stahl und Gummi zu Fahrzeugen. Verursacht Umweltverschmutzung. Okay.
Wir müssen aufpassen. Was können wir denn gut exportieren? Textil? Möbel. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, die Möbel anzugehen. Aber erstmal brauchen wir noch ein paar Holzfällerlager. Am besten gleich mal zwei. Denn wir haben ja noch. So, zack. Plankensägewerk. Bauen wir da hin. Wir müssen mal ein bisschen platzsparend bauen. Ich finde, warte, wo bist du? Geht das dahin? Geht auch nicht. Na. Ah, das ist ja krumm und schief hier. was wir hier brauchen, ist auf jeden Fall nochmal ein Transportbüro. So, lass das mal laufen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Weiter geht's. Okay, haben wir unsere Spione? Ja, wir haben Rebellenbedrohung, ist ein bisschen kritisch. Aber bauen wir nochmal Kasernen hier hin. Hier hinten. Rebellenbedrohung hoch. Wir müssen das hier hochkriegen, weil das ist schwierig gerade. Es gestaltet sich echt schwierig. Haben wir unsere Spione? Ja, komm schon. Komm schon. Oh Gott. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Schaffen wir nicht. Das ist Kohle, ey. Wenn nicht bald was passiert, haben wir ein Problem. Dann wird's eng. 800 Tage. Haben wir unsere Spion? Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Nein. Sie sind all... Spricht mich gerade gar nicht an. Vor allen Dingen, wir haben wieder 17.000 im Minus, wieder im Plus. Frachter, okay, das ist gut. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Handelsaktionen. Das Kakao, kommt gar nichts. Waffen, Kohle, ist noch nichts da. Das ist echt übel. Und hier ist schon wieder Stress. So. Haben wir unsere Spiel? Ja, jetzt sind sie am Gebäude brennen. Warum brennt das jetzt schon? Das ist unglaublich. Ich habe eine Nachricht über einen geheimen Aufstand. Ja, drohender Aufstand, das ist ja alles. Okay. Das ist gelöscht. So, alles klar. Hier haben wir Kokosnussprobleme. Die können wir mal abreißen. Haben wir unsere Spione? Das geht mir jetzt aber so langsam tierisch auf den Sack. Ganz ehrlich. So, hier bauen wir nochmal Gebäude. Niedriger, ordentlicher Qualität. Das passt hier nicht rein. So, machen wir es mal so. Denn eigentlich mal mein Gericht jetzt mittlerweile war fast fertig. Ich habe eine Nachricht über einen. Ach, die gehen mir auch auf den Sack, ey. Habt ihr eure Nachbarn unter Verdacht? Das solltet ihr! Tropikos-Verräter lauern hinter jeder Ecke. Seid wachsam! Tropikofeindliches Verhalten muss umgehend gemeldet werden. Ja, ich weiß, ich bin dran. Als Leute. Steuermann der Industrie denke ich oft darüber nach, mir ein eigenes Boot zu kaufen. Meistens gebe ich das Geld stattdessen für mehr Fabriken. Können wir uns nicht leisten. Haben wir unsere Ja, komm, Penultimo, langsam ist gut. Switcht immer hin und her. Was ist das denn jetzt? Switcht immer hin und her, ich muss...
wissen. Warte mal, ganz kurz. Stop. Cocktailbar, Kindheits Casino. Bang. So, jetzt haben wir wieder Geld drauf. Das ist okay. Aber wir kriegen es einfach noch nicht hin. Forschungslabor. Inspirierende Werbung. Noch eine Fernsehstation. Ich habe eine Nachricht. Ja, ist gut jetzt. Wir haben Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Ja. So, komm, wir müssen mal hier irgendwie hochbekommen. Präsident, ich will... Freiheitszufriedenheit ist echt ein Problem. Ah, ja, die Irrung ist scheiß Rebellenkram. Geht mir echt auf den Eier. Präsident, ich will euch nicht beunruhigen. Ja, ist ja gut, ey. Penultimo, ist doch gut jetzt. Ist gut jetzt. Alles gut. Nationalfeiertag. Jetzt mal weg. Wettbewerb, Atomwaffentest. Bodenhaltung. Diplomatische Superfeier. Okay, das lassen wir mal. Wir werden mal ein bisschen was Recycling bedeutet. Ja, okay, das machen wir. Glückliches Fleisch senkt die Effizienz auf allen Farmen um 15%, erhöht die Arbeitsqualität um 10, erhöht den Standard-Exportpreis von Fleisch um 10%. Sich mit jedermann gutstellen will, sollte die Steuern senken und sich erst nach der nächsten Wahl Gedanken über einen ausgeglichenen Haushalt machen. Jeder hat gerne mehr Geld. Und sollte nicht genug Geld für Gesundheitsvorsorge, Kanalisation oder Verbrechensbekämpfung in der Staatskasse sein, nun, dann müssen die Steuersenkungen wieder aufgehoben werden. Schon sind wieder alle glücklich. Zwei Siege für den Preis von einem. Ja, komm, machen wir jetzt. Hilft nix. Highschool zu den Waffen. Erhöht die Freiheit um 15, senkt die Sicherheit um 10. Militärische. Schlechten Hochball um 10. Hochballkapitalisten, ja. Man ist nur dann wirklich frei, wenn man seine Freiheit dazu nutzen kann, jemanden zu erschießen, den man nervig findet. Das finde ich auch, Penultimo. Die machen wir jetzt auch. Ich hoffe, dass wir es mal irgendwie ein bisschen hochbekommen hier. Es ist echt übel. Erreichen Sie eine durchschnittliche Freiheitszufriedenheit von 80. Wir haben gerade mal 57. Das ist gerade nicht viel. Unsere Genossen freuen sich über Ihre Unterstützung, Präsidente. Und wir alle jubeln natürlich gleichermaßen. Ja, das ist schön. Danke. Aber ich mache mir eher Sorgen hier um. Präsident, ich will euch nicht... Ihr geht mal auf Eier. Ganz ehrlich, das ist echt ein bisschen nervig gerade. 2 Kohle kommt ein bisschen an, das ist... Das ist übel. Aber liebe Freunde, wie das hier weitergeht, das sehen wir erst im nächsten spannenden Part von Tropico 6. Viva El Presidente, Viva El Tropico. Bis dahin bin ich erstmal raus, macht's gut. Ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles.